So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und zwar habe ich mal ein bisschen was offscreen gemacht und ihr seht schon, wir haben hier ein paar Gehege-Outlines. Und ja, ich weiß halt auch nicht warum. Wir sind zwar auch zwischendurch mal pleite gewesen, dazu kommt dann auch noch mal ein Video demnächst, wie ich da wieder rausgekommen bin. Aber als allererstes, heute wollen wir uns erstmal um die Bongos kümmern. Und ja, die brauchen nicht sehr viel Platz. Das ist eigentlich vom Vorteil. Und deswegen werdet ihr gleich auch sehen. Also, wir haben ein Gehege, was nicht viel Platz hat. Also hier, ihr seht schon, das ist im Vergleich zu den anderen Gehegen, die wir bisher immer gebaut haben, sehr, sehr klein. Liegt daran, dass wir ein bisschen Platz verwalten müssen. Einfach weil wir nicht so viel Platz mehr haben hier. Deswegen habe ich auch schon ein paar Gehege vorgefertigt. Und ja, das Problem ist halt gewesen. Wir haben halt noch ja so gut 10, 15 Tiere, die da rein müssen in den Zoo. Aber ich habe jetzt vier Gehege vorgefertigt. Und wir haben theoretisch noch dieses Affenhaus da stehen. Und wir haben das den Bereich darum. Und der Rest ist jetzt schon verplant. Theoretisch. Und das passt dann auch so. Und da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen mit den ganzen Tieren, dass wir die irgendwie noch unterkriegen. Und außerdem müssen wir irgendwo auch noch Ideen halt zurückhalten für zukünftige DLCs, falls es kommt. Weil selbst wenn dieser Zoo hier irgendwann mal voll sein sollte und wir keine neuen Tiere mehr bekommen, werde ich bei jedem DLC hier mal zurückkehren und nochmal die DLC-Tiere bauen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen. Aber ich würde mal sagen, wir warten jetzt hier, bis meine Bongos angekommen sind im Gehege, weil, naja, der Zoo ist halt, wie gesagt, sehr, sehr groß. Wir haben da über 55 Gehege drin, glaube ich, momentan. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann einfach, wenn die Diashow vorbei ist und, ja, die Tiere im Gehege angekommen sind. Also, bis gleich. So, und jetzt müsste auch jede Sekunde hier reinkommen. Genau, da ist sie doch. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich musste ein Handelszentrum hinstellen, damit die, ja, irgendwen hier hinbringen und neue Mitarbeiter einstellen, einfach weil nebenbei bei mir sämtliche Tiere irgendwie gerade krank werden. Aber naja, dadurch sind die ganzen Leute, die transportieren können, alle zu höchst beschäftigt. Ihr seht schon, ich habe 75 Benachrichtigungen da gerade, weil gerade alles drunter und drüber ging, eben gerade. Und ich halt nicht pausieren kann, weil ansonsten kommt das Tier hier nie an. Ist normalerweise logisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir brauchen eindeutig weniger Sand, eindeutig weniger Graslang und deutlich mehr Erde. Ah ja, ihr seht schon, wir haben da einen Haufen Benachrichtigungen, die da einfach nicht weggehen wollen. Aber wie machen wir das denn jetzt am besten? Komm, einmal ein bisschen drüber sprayen. Damit ist Gras kurz im grünen Bereich und Gras lang ist ein bisschen runter. Naja, jetzt war es ein bisschen zu viel, aber macht ja nichts. Wir klatschen die Erde ja noch drüber. So, jetzt sieht ja alles halbwegs gut aus, aber warte mal. Ich sehe Sand nicht mehr. Ich glaube, Sand ist ein bisschen zu hoch noch. Ja, Sand ist ein bisschen zu hoch. Ich meine, das ist ja auch schnell geklärt. Aber ein bisschen mit der Erde rüberrennen und fertig. So, by the way, die wollen einen, ja, einen Dschungel-Feeling haben sozusagen. Heißt also, da die so am Wasser sind direkt, finde ich, kann man das auch gut machen. Und der Übergang da wird auch nicht so schwer sein, weil ich habe auch jetzt im Nachhinein noch da eine kleine Tierpflegerhütte reingebaut, die auch ziemlich stark bewachsen ist, einfach um den Radius von der runterzuhauen. Von dem, Dings, was heißt es? Von dem negativen Effekt auf Besucher, damit das keinen bemerkt. Deswegen ist die ziemlich stark bewaldet und bepflanzt und so. Aber naja, jetzt fangen wir mal ein bisschen anders an. Ich klatsche jetzt mal als allererstes den Unterstand hier ran, weil naja, ist finde ich ja gar nicht mehr so dumm, einen Unterstand da dran zu klatschen und den dann schon mal vorzuplanen, dass man den nicht immer im Nachhinein reinklatscht. Und ja, was klatscht man da rein? Natürlich große Strohsänger. Ich meine, die passen da ja immer rein. Und ein bisschen Rückzugsort brauchen die natürlich ja auch. So, jetzt das Ganze, was ich immer gerne mache, so ein bisschen in den Boden einsinken. Weil ansonsten ist das immer so eine Sache, dann fliegt da Stroh rum und sowas. Aber ja. So.
kann das Tier jetzt irgendwo erstens abhauen und zweitens kann es irgendwo sich unterstellen. Beides ist genau so, wie es sein soll. Abhauen darf es nirgendwo und unterstellen kann sich es da drin. So, jetzt haben wir was zu tun. Wir müssen bepflanzen. Aber ich würde mal sagen, das cutte ich mal ein bisschen raus. Und wir sehen uns einfach wieder, wenn hier dieses Gehege fertig ist. Ich meine, wir haben ja auch noch ein bisschen mehr zu tun, weil diese Folge, wie ihr auf dem Thumbnail schon gesehen habt, werden wir zwei Gehege machen. Also würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind jetzt mit dem ersten Gehege fertig. Also, ihr wisst schon, was jetzt kommt. Unsere Rundtour einmal durch. Und ja, ich weiß, der Zaun von dem Weg ist nicht gerade so, dass er die Tiere abhalten würde in echt, aber ich finde, es hat dann doch was. Und ja, da könnten die easy drüber oder drunter kriechen oder springen, je nachdem, was du nimmst. Aber ist auch scheißegal. Wir haben hier, naja, ein paar schwebende Objekte, weil ich das Spiel noch nicht pausiert hatte. Da seht ihr jetzt wieder die Dia-Show, warum ich das meinte. Und jetzt läuft es wieder halbwegs flüssig, wenn ich ein bisschen auf Pause drücke. Und ja, hier hinten haben wir nochmal so ein kleines Teil, dass die auch mal vielleicht dahinter gehen. Und ja, das ist das Gehege auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, da wir jetzt noch recht viel Zeit haben, würde ich mal zum nächsten Gehege übergehen. Und zwar das rechts daneben hier. Genau das hier. Und da würde ich gerne eine andere Art reinpacken, was recht logisch ist. Wenn ich schon sage, wir haben wenig Platz, dann packe ich nicht zwei Arten nebeneinander in ein Gehege, was ich auch einfach vergrößert haben könnte. Aber ihr seht schon, die guten alten Nilwarane, die brauchen auch nicht so viel. Zwar ein bisschen mehr als die Bongos, aber naja, die brauchen halt auch Wasser und sowas. Ist logisch, sind halt Nilwarane. Aber ja, die besorgen wir uns jetzt erstmal, die beiden, die dann da reingesetzt werden. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bei denen auch wieder, wenn die drin sind. Das dauert ja wieder ein bisschen. So, da kommt auch schon der erste Nilwaran. Und los, komm, bring ihn rein. Ihr hört schon im Hintergrund, meine Pandemie da ist immer noch am Abgehen. Nein, Pandemie ist es ja nicht, aber ja, die Krankheitswelle in meinem Zoo, die geht immer noch komplett wild. Wieso sollte sie es auch nicht? Ich war das Spiel meistens pausiert jetzt gerade, bis auf die letzten 5 Minuten, wo ich hier auf diesen einen Nilwaran gewartet habe. Und ja, was will er aber jetzt? Das ist mir wichtiger gerade. Diese scheißwichtige Warnung erfordert Aufmerksamkeitsbenachrichtigung deiner Mitte. Ich weiß, dass da irgendwelche unwichtigen Nachrichten sind, also lasst mich in Ruhe. Nein. So, wir brauchen mehr Erde, mehr Fels und weniger Sand. Interessant. Aber, naja, kann er haben, wenn er will. Okay, Erde, Gras und so ist da. Fels braucht er noch ziemlich viel. Warum braucht er so viel Fels? Egal. Mal schauen. Ich habe keinen Plan von seinem Lebensraum, aber dass der Fels braucht so viel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Klatschen wir mal meine Seiten ran. Und jetzt seht ihr es da auch rechts oben. Da habe ich ein kleines Mitarbeitergebäude noch reingebaut. Diese ganze Bepflanzung da, die hinter dem Tab ist gerade, die gehört dazu. Jetzt sieht das auch ein bisschen besser und fertiger aus, wenn du da mit der Bahn langfährst. Aber ich habe das Bahngebäude immer noch nicht fertig gebaut. Genauso wie ich das Bahngebäude vorne bei dem Riesengehege nicht gebaut habe bisher. Müssen wir auch noch irgendwo mal in einer zukünftigen Folge angehen, diese beiden Bahngebäude zu bauen. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein Gehege mit reinklatschen dann oder so in die Folge, aber das müssen wir auf jeden Fall irgendwann noch machen. Ansonsten wird es einfach nur komplett Chaos. Nee, nur, ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir fangen jetzt hier mal ein bisschen an zu bauen. Und, naja, so viel kann ich hier gar nicht bauen, weil die wieder einen Buildcap von 30% Bepflanzung haben ungefähr. Müsste das sein. Und deswegen, ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich hier ein bisschen was reingeklatscht habe. Und ja. So, wir haben das Gehege jetzt fertig gebaut. Da unten sitzt dann noch unser Nilwaran. Und naja, ihr seht schon wieder, ich habe meine gute alte Methode mit den Blättern angewandt. Und ja, hier habe ich ein Fenster einfach reingemacht zu einem Bongos. Weil ich weiß nicht, ich fand das irgendwie witzig, wenn man durch dieses Fenster durchgucken konnte, dann ist da nicht so eine harte Trennung. Und ja, die harte Trennung braucht ja keiner. Man muss ja nur sicherstellen, dass der Nilwaran nicht zu den Bongos reinkommt. Die vertragen sich ja nicht so gut. Aber ja, an sich, nichts Aufregendes in diesem Gehege. Ihr seht es ja schon. Und ich würde mal sagen, da das hier auch die letzte Folge in 2020 ist, frohes Neues, würde ich mal sagen. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr hoffentlich wieder. Und bis dahin, würde ich jetzt erstmal sagen, was macht ihr hier im Wasser? Nein, bis dahin würde ich erstmal sagen, wir sehen uns dann hoffentlich, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder und ciao.
Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.